Und hier sind sie, liebe Zuschauer, die Highlights der Woche. Falls Sie einige unserer Sendungen verpasst haben, ist das nur halb so schlimm, liebe Zuschauer, denn jetzt zeigen wir Ihnen die Highlights und geben Ihnen nochmals die Möglichkeit, unsere Bestseller zu bestellen. Wir haben tolle verschiedene Artikel aus allen Bereichen, deshalb die Highlights. Und anfangen wollen wir mit etwas ganz Speziellem. Haben Sie noch Kassetten zu Hause? Ich habe eine Sammlung zu Hause von Bibi Blocksberg aus meiner Kindheit. Und manchmal höre ich mir diese Kassetten an und schwelge dann so in Erinnerungen, als ich noch ein kleines Mädchen war. Oh ja. Und diese kleine süße Hexe immer gehört hat in meinem Kassettenrekorder. Hex, Hex. Richtig. Genau. Wo macht man das heutzutage? Kassettenrekorder? Ja. Wer hat das noch? Ich habe noch irgendwo ein Denon Tape Deck mit Frontlader. Oh, damals wow. Referenzklasse. Irgendwo im Keller stehen. Ich glaube, das Teil habe ich ein halbes Jahr benutzt. Und das war es dann aber auch. Aber mir geht es ähnlich wie dir auch. Ich habe noch eine ganze Umzugskiste voll. Mhm. Nicht nur mit TKKG und 3 Fragezeichen. Das war so meins. Vor ja. allen Dingen auch die ganzen sogenannten Mixed-Tapes, die man früher gemacht hat, um dann irgendwo mal im Teenager-Alter seinen Schwarm in der Schule zu beeindrucken. Doof war dann immer nur, wenn der Moderator dann in Elmis Radioshow oder damals in der SWR 3 Hitparade immer dann das Jingle dann vor den Plätzen 1, 2 oder 3 gespielt hat oder ganz einfach reingequatscht hat. Das sind schöne Erinnerungen. Da erinnert man sich gerne dran. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Gerade so die Jugendzeit. So der erste Kuss mit seiner heutigen Gattin beispielsweise. Oh. So. Und natürlich ist es ganz einfach so, dass analoge Medien nicht diese Haltbarkeit und nicht diese Qualität mitbringen wie digitale Aufnahmemöglichkeiten heutzutage. Ja. Nur du musst sie irgendwie ganz einfach auch mal, wenn du sie retten möchtest, davon gehen wir jetzt mal aus, ins digitale Zeitalter retten. Und deswegen haben wir hier diesen kleinen Kassettenrekorder. Sieht so ein bisschen aus wie ein Walkman. Der eine oder andere wird das noch kennen. Ich kenne das noch. Von früher, so oh. aus Ende der 70er, Anfang der 80er war das Teil natürlich top aktuell, bis dann irgendwann die portablen CD-Spieler auch kamen. Ja. Und hier kannst du ganz einfach hier deine Kassette reinpacken, kannst sie auch ganz einfach wie einen Walkman benutzen. Den Kopfhörer haben wir natürlich ebenfalls mit Klar. dabei. Aber das Highlight, das ist definitiv hier zu finden. Denn Sie schließen bitte ganz einfach entweder hier ein Speichermedium an, einen USB-Stick oder eine externe Festplatte oder auch gerne den Computer und übertragen das analoge oder den analogen Inhalt auf dem Band der Kassette ganz einfach als MP3 bzw. MP4-Datei, also digital auf den Rechner oder eben auf den Stick. Und dann oh, hast wow. du es eindigitalisiert. Liebe Zuschauer, das ist der Wahnsinn. Das ist cool, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Und ich weiß ganz genau, warum dieser Wahnsinn bei uns in den Highlights der Woche gelandet ist. Viele haben bestellt, klar. Man mhm. hat noch Kassetten zu Hause. Die meisten haben diese Schätze aufgehoben. Und jetzt ist es nicht so, dass sie es nur anhören können, sondern eben digitalisieren mhm. auf das aktuelle Speichermedium, auf ein USB-Stick. Und dann kann man, wenn man es auf dem USB-Stick hat, kann man es zum Beispiel auch in die neue Soundbar reinschieben und zum dann Beispiel. Über die Soundbar hören. Ganz genau. Dann brauchst du nämlich einfach keinen Kassettenspieler mehr. Und alleine diese mechanischen Knöpfe, die kennt man heutzutage gar nicht mehr. Nee, heute reagiert nicht. Alles auf Gestensteuerung, auf leichtes Antippen und dergleichen. Hier haben sie noch richtig schöne mechanische Knöpfe, natürlich für Play, zum Vorspulen. Man musste ja damals auch Kassetten immer noch dann zurückspulen oder Seite A und Seite B gab es natürlich dann auch noch, musste die Kassette richtig. Dann immer oh rumdrehen. Gott, oder stimmt. du hattest ein Gerät, was dann eben rückwärts abgespielt hat und quasi dann die zweite Seite abgespielt und hat. Und wenn man es vorgespult hat, dann war es genau. Und wenn du Bandsalat hattest, das sind die Gags, die man schon mal bei eBay dann so sieht. Eine Kassette und ein ganz einfacher Bleistift mit den Ecken. Und da steht dann immer drunter, alle die noch wissen, wofür man einen Bleistift und eine Kassette benutzt hat damals, um natürlich den Bandsalat dann wieder aufzudrehen, die sind definitiv vor 1980 geboren worden. Bitte, das ist nicht nur ein reiner Kassettenabspieler, den wir jetzt hier haben. Das ist natürlich auch gleichzeitig etwas, was du für deine digitalen Medien nutzen kannst. Wenn du jetzt hier die analoge Datei dran packst, zum Beispiel in Form eines USB-Sticks, kannst du die auch ganz einfach dran lassen. Da gibt es doch mittlerweile diese kleinen kurzen jetzt hier, die stehen nicht ganz so weit stimmt. ab. Und dann kannst du natürlich auch die digitalen Medien jetzt hier, das, was vorher auf der Kassette war, was du eindigitalisiert hast, über das Steuerkreuz jetzt hier entsprechend anwählen. Titelvorwahl, starten natürlich, ausmachen das Ganze. Wow. Geht eben auch auf digitalem Niveau. Das heißt, egal, ob Sie analog die Kassette abspielen möchten oder auch direkt eindigitalisieren möchten oder ob
sie dann später auch die digitale Datei abspielen möchten. Beides ist mit diesem Gerät möglich. Als reines, ich sag mal, als reines Übertragungsmedium, wenn Sie jetzt ein analoges Band eben ins digitale Zeitalter retten wollen, denn irgendwann werden die Bänder ganz, werden sich einfach in Luft auflösen. Ja. Irgendwann bröseln die dir unter den Fingern. Und das sind deine Schätze von früher. Ja. Richtig, das sind Schätze. Liebe Zuschauer, Sie verbinden doch bestimmt auch ganz viel mit Kassetten. Das ist irgendwie noch unsere Zeit. Ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich habe viele, viele Kassetten besessen und ich kenne das auch. Ich bin 1986 geboren und ich kenne das auch mit dem Bleistift und der Kassette. Das gab's da noch. Und das ist auch so ein bisschen Nostalgie und da werde ich immer ganz sentimental, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Es ist aber auch schön. Also da sind viele Erinnerungen drin. Also wenn ich da mal in der Kiste wühle, da wird mir sicherlich mal so die Zeit zum Abitur dann wieder einfallen. Vielleicht so die erste Blues damals. Laboom, die Party. Ja, mit Sophie Marceau und so weiter. Da haben wir also stundenlang, haben wir da auf einer Stelle auf einem halben Quadratmeter Blues getanzt. Ja. Das waren alles so Geschichten. Das sind alles so Schätze, die du noch in der entsprechenden Qualität auf Band hast. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ja Baujahr 72. Ich bin mit dieser Qualität geboren. Ich habe noch Platten abgespielt. Ich habe Kassetten bespielt. Habe dann später die Weiterentwicklung zu einer CD mitgemacht und all sowas. Aber ich persönlich mag das. Ich habe vor kurzem übrigens auch mal einen Film, den ich nur auf VHS kannte. Schmeiß ich alles runter. Warte. Den ich nur auf VHS kannte, ganz einfach nochmal mit einem VHS-Rekorder abgespielt. Ich habe noch irgendwo eine alte Raubkopie gefunden. War ja damals, was ja der König, wenn du Terminator 1 auf VHS hattest. Ja. Habe ich mir ganz einfach noch mal einen alten einen ganz einfachen VHS-Rekorder oben ins Wohnzimmer gestellt und habe mir ganz klassisch vom Band den Film nochmal angesehen. Mit den entsprechenden Fehlern, mit einem grottenschlechten Ton nach heutigen Verhältnissen. Aber es war Retro. Ja, so habe ich das damals geguckt. Ich habe es damals geguckt. Ja. Damals warst du der absolute Held. Da konntest du noch aus den VHS-Kassetten oben die Ecken rausbrechen. Nein. Bei den Kassetten war das nicht anders. Da musste man auch immer dafür sorgen, dass man da also nicht durch Zufall von mir aus irgendwo auf Aufnahme drückt, damit die Aufnahme also auch gespeichert wird. Und damals ging es also noch um die TDK-Kassetten. Werde ich nie vergessen. Die goldenen, das waren also die Metallvarianten. Mhm. Und ich glaube, da gab es noch die blauen. Das war irgendwas anderes. 60er und 90er, das war eine Philosophiefrage. Oh. Und von diesen Dingern habe ich also noch einige unten im Keller. Die ganz einfach reinpacken und entweder dann direkt über den Kopfhörer, gerne auch mal im Freibad oder von mir aus auch gerne mal, wenn man unterwegs ist, hören wie in alten Zeiten oder noch einfacher eben ganz einfach eindigitalisieren über den USB-Anschluss. Und rucki zucki hast du, während du zeitgleich natürlich deine Musik auch anhören kannst und vielleicht auch anhören möchtest, ganz einfach ein analoges Band ins digitale Zeitalter gerettet. Und so ein Speichermedium wie ein USB-Stick zum Beispiel, der hält sicherlich fünfmal so lange wie ein ganz einfaches Band. Klar. Und was dann irgendwann mal in 20, 30 oder von mir aus auch 50 Jahren sein wird, das werden wir mal sehen. Ich denke, da werden wir vielleicht Speichermöglichkeiten haben, die so groß sind wie ein Fingernagel und da passt da wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20 Terabyte wahrscheinlich, drauf. Also die Entwicklung geht immer weiter, aber natürlich möchte man die analogen Medien ins digitale Zeitalter retten und gerade bei Kassetten gibt es meines Erachtens kaum eine bessere Idee als dieses Teil hier. Mit der NX4234 und der 569 können Sie jetzt bestellen und in Erinnerungen schwelgen, liebe Zuschauer. Für nur 37,91 € jetzt erhältlich unser Kassettenplayer, der 2-in-1, denn der kann auch digitalisieren und natürlich abspielen. Und das ist eine wunderbare Sache. Eine ganz tolle Möglichkeit, mal wieder so ein bisschen Nostalgie reinzubringen und vielleicht auch den Enkelchen, die jetzt in der jetzigen Zeit geboren sind, mal sozusagen so, liebe Kinder, war es bei uns früher. Das war eine Kassette. Finde ich auch ganz wichtig, dass man das alles mitbekommt, wie das mal früher war. Liebe Zuschauer, jetzt machen wir weiter. Sie wissen, in den Highlights der Woche springen wir von einem Thema ins nächste. Und jetzt kommen wir zu lecker, lecker Essen. Wir haben einen Sandwich-Maker, der richtig eingeschlagen hat, wie eine Bombe hier bei uns. Jetzt muss mir noch mal gerade mit dem Aufbau helfen. Da muss ich zugeben, bin ich inhaltlich so ein bisschen ausgestiegen. Vorsichtig, ich habe ihn schon angemacht. Aber schon an. Wir haben also hier mehrere Möglichkeiten. Und das ist das Tolle, denn wir haben hier einen Etagen-Sandwich-Maker. So, schau mal, hier unten ist jetzt die erste Etage. Das darfst du drauf lassen, wenn du möchtest. Ja. Und jetzt machen wir mal hier so einen leckeren Burger. Wir schneiden jetzt mal das erste Brötchen auf. Moment mal, für einen Burger, ich muss doch erstmal das Fleisch braten. Ich muss da irgendwie gucken, dass ich das Brot vom Burger, in dem Fall das Brötchen, irgendwie toaste. Richtig. Und dann muss natürlich auch noch Käse und Zwiebeln und alles drüber. Das kriegen wir alles mit diesem kleinen Kameraden Genau, hin. Das kriegen wir. Jetzt das pass auf. Das ist fantastisch. Ja. Hier haben wir unseren Toaster. So, hier unten kommt es rein. Ja. Jetzt kommt die zweite Schicht, Carsten. Jetzt machen wir einfach die Pfanne drüber. Ja. Auf der Pfanne braten wir jetzt unser Fleisch. Das gibt's doch gar nicht.
Das ist antihaftbeschichtet natürlich, dass da auch nichts haften bleibt. Richtig, okay. Genau, ja. So ist es. Jetzt machen wir hier die Platte drüber. Ja. Zack. Und jetzt kommt das nächste Teil oben drauf. Hopp. Und jetzt kommt hier unser nächstes Brötchen rein. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt können wir das zumachen und dann können wir das alle Schichten können wir dann toasten, also beziehungsweise toasten und braten. Und jetzt warten wir einfach mal ein bisschen, denn hiermit können Sie alles machen. Hiermit können Sie grillen, backen und eben auch Burger machen, Toast Hawaii, was auch immer. Das ist ja wohl genial, auch mal Tortillas und solche Geschichten, also ruhig mal an außergewöhnliche Dinge denken. Natürlich brauchen Sie nicht immer gleich alle Etagen gleichzeitig. Wenn Sie mit einer Etage auskommen, ist das auch in Ordnung. Aber gerade so etwas, wenn man sich mal überlegt, was das für einen Aufwand bedeutet, zu Hause mal so einen Burger zu machen, alleine auch mal vom Grill runter, das ist gar nicht so einfach. Sie brauchen natürlich verschiedenste Küchengeräte, wie zum Beispiel mal einen Toaster, dann muss natürlich auch eine Pfanne her, um die Fleischlinge jetzt hier entsprechend auch zuzubereiten. Dann braucht man noch ein Brettchen, um die ganzen Zutaten zu schnippeln. All sowas. Der Käse muss natürlich auch noch irgendwie drauf und vor allen Dingen schön zerlaufen. Jetzt macht man das alles ganz komfortabel in einem einzigen Gehäuse. Ja? Achten Sie ein bisschen drauf, dass das Ganze entsprechend vorheizt. Das heißt, sobald Sie also das grüne Licht sehen, können Sie Gas geben, dann ist die Temperatur erreicht. Und das ist natürlich mal wirklich Spitzenklasse, denn hier haben wir alles schön in einer tollen Qualität, antihaftbeschichtet, das ist einfach eine super Geschichte. Also grillen, backen, braten und das gerne auf bis zu 3 Etagen. Und das für gerade mal 27,46 €. Wenn man so möchte, wird jede einzelne Zutat separat zubereitet. Und dann hat man im Nachhinein mit einem einzigen Handgriff die Möglichkeit, hier ganz einfach seinen Burger dann schön in Personalunion dann ganz einfach auf den Teller zu legen. Das geht schnell, das verbraucht deutlich weniger Energie als die ganzen anderen Küchengeräte, die Sie normalerweise für so etwas heranziehen müssten. Und vor allen Dingen ist es auch ein Riesenspaß, sicherlich auch mal nicht nur für Sie, sondern vielleicht auch für Ihre Gäste, liebe Zuschauer. Natürlich ist alles mit dabei, was man haben muss. Da sind die kompletten Aufsätze mit dabei. Da ist natürlich auch entsprechend dann hier auch der Stromanschluss mit dabei. Das alles in toller Rosenstein- und Söhne-Qualität. Ganz egal, ob wir von Toast sprechen. Du hast eben Toast Hawaii angesprochen. Das liebe ich zum Beispiel. Ja? Auch gerne mal mit dem Scheiblettenkäse. Super, aber auch bitte solche Burger natürlich oder auch mal Bagels, all diese ganzen Geschichten. Oh, lecker. Und als kleiner Bagels. Tipp. Lecker. Und als kleiner Tipp bitte noch, du kannst auch den Nachtisch gerne zubereiten, wenn du das möchtest. Da habe ich mir extra mal ein paar Ideen notiert, wie zum Beispiel auch hier ganz einfach mal eine Banane mit Apfelkompott in Richtung süß, leckeren Biskuit lecker. Zum Beispiel. Ich bin jetzt gerade noch einen Schritt weiter gegangen. Ja, ich habe ein bisschen umgebaut, dass gesehen? Wir nämlich auch noch den Käse dazwischen packen können. Und wir sehen hier, unser Burger ist schon richtig, richtig lecker. Schau mal, wie das schon getoastet ist. Also ich würde sagen, unser Brötchen mit Käse ist schon super. Jetzt schauen wir mal nach dem Fleisch. Ja. Das ist einfach so eine tolle Möglichkeit, weil man hier so viele Schichten hat und eben nicht alles nacheinander machen muss. Schauen Sie sich mal das an. Guck mal, das der Bratling, der gibt aber richtig Gas hier. Lecker, lecker, lecker. Jetzt drehen wir es einmal um. Von der Seite müsste es schon fast fertig sein. Oh ja, schau mal. Oh ja, guck hier. Das ist der absolute Wahnsinn. Ein Mini-Bräter, schau dir das mal an. Das sieht natürlich fantastisch aus. Und du kriegst ja auch diese Bratlinge jetzt hier. Diese Bratlinge jetzt hier auch mitunter schon mal eingefroren, auch mal beim Discounter oder grundsätzlich auch mal im Supermarkt. Da kannst du dir entsprechend mal den Kühlschrank voll machen. Und immer dann, wenn jemand Appetit hat, vielleicht auch mal ganz einfach zwischendurch, mal auf einen schnellen Snack, da muss man jemand nicht gleich die ganze Küche unter Fettspritzer setzen und 1000 Geräte aus dem Schrank nehmen. Die Herdplatte anmachen, den Toaster noch anmachen und. Da sind 1000 Sachen mit am Start. Bis ich die überhaupt ausgereinigt habe später, bin ich hiermit schon dreimal fertig. Es denkt mal leicht auszureinigen, ganz einfach. Unter fließend Wasser ist alles antihaftbeschichtet und das sieht doch schon mal richtig lecker aus. So, ich belege jetzt hier schon mal zwischendrin, also normalerweise macht man das natürlich nicht hier drauf, aber hier haben alle Hunger und alle schauen hier schon ganz neidisch und möchten essen. Deshalb mache ich jetzt hier schon mal den ersten fertig. Schau mal, hier können wir jetzt sagen, das ist schon gut. Ja. Das legen wir jetzt hier runter. Jetzt gucken wir mal nach dem Fleisch. Schauen wir mal, wie das Fleisch aussieht. Oh, das sieht das gut aus. Das kannst du draufpacken. Oder? Meinst du? Ja, fertig? Sicher, klar. Super. So. Dann nehmen wir das jetzt hier mal raus. So.
Mhm. Eine Gabel wäre ganz gut gewesen. Ja. Geht aber auch mit dem Messer. So, ja. Und jetzt natürlich noch mal Käse. Viel, viel Käse. Mmh. Ja, also von kalorienbewusstem Essen hat keiner gesprochen, liebe Zuschauer. Jetzt machen wir noch ein bisschen Mayonnaise oder Senf drauf, ne? Ja. Was machen wir? Mach Mayonnaise oder Senf? Mach den Stecker mal raus, dann sind wir durch. Oder beides. Ein Klecks Senf, ein Klecks Ketchup, was auch sehr, sehr lecker schmeckt, das ist die, die Frittensoße von den Holländern. Die Frittensoße. Oh ja, stimmt. Das macht man aufs Fleisch, ne? Ja, Senf. Lecker Senf. Schön großzügig, jawohl. Für mich ist der Fleischling ein, ein Senfträger. Ein Senfträger. So, genau. Jetzt lecker Käse. So. Und jetzt machen wir einfach das Brötchen oben drauf. So. So. Und ich würde noch einen kleinen Moment warten, dann zerläuft der Käse noch etwas. Das sieht doch fantastisch aus jetzt hier. Lecker. Das sieht super aus. Oh. Und das alles in einem Gerät. Unser Sandwich- und Burger-Maker mit 3 Etagen. Grillen, backen, braten, alles kein Problem, liebe Zuschauer, mit diesem tollen Sandwich-Maker. Und Sie haben gesehen, alles gleichzeitig machen. Warum hast du die Zwiebel nicht drauf getan? Möchtest du noch küssen heute Abend? Oh, okay. Okay, Zwiebeln dazu. Hat er mich ertappt? Hat er mich ertappt? Weißt du, was wir auch machen könnten? Die Zwiebeln noch ein bisschen anbrutzen. Nein, okay. Können wir auch, aber müssen, kommen. Dann müssen wir aber... Oh. Ja, schmeiß die mit der Zwiebeln an mir hier. Ja. Das Schöne ist, wenn beide Zwiebel essen oder wenn beide Knoblauch essen, bleibt es einigermaßen in der Familie. Richtig. Nur einer tut, also beißen ist wir es jetzt beide mal ab, Carsten, dann können wir nachher noch knutschen, oder? Es gibt übrigens einen Unterschied, ob du noch Zwiebeln stinkst oder noch einen guten Essen riechst. Richtig. Ja? Richtig. Ja. Und dieser Burger ist perfekt geworden, liebe Zuschauer. An was liegt das? An unserem Sandwich und Burger Maker mit 3 Etagen, alles gleichzeitig zubereitet, alles sofort fertig. Das ist doch fantastisch. Normalerweise schmeißt du den Toaster an oder den Backofen, um die Brötchen warm zu machen. Dann nimmst du eine Pfanne oder einen Grill für die Bratlinge. Und das geht alles in einem. Und das für 27,46. Ja. Also ein deutlich geringerer Energieverbrauch, den Sie hier haben. Sie können alle Zutaten hier gleichzeitig einzeln zubereiten. Das bedeutet, da muss man nicht warten. Da ist das Fleisch schon kalt, obwohl das Brot, das Brötchen noch nicht wirklich getoastet ist. Natürlich kann man hier auch schon den Käse draufpacken. Dann zerläuft er während des eigentlichen Bratvorgangs schon richtig lecker. Eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Und meines Erachtens auch mal eine sehr interessante Alternative zu einem klassischen Sandwich-Maker, den Sie sicherlich schon seit vielen Jahren zu Hause haben. Eine schöne Alternative. Von mir aus auch mal zu anderen Zubereitungsmöglichkeiten hier. Das ist einfach eine tolle Angelegenheit. Ich mache jetzt mal so einen richtig Burger hier. Wenn du da reinbeißt, musst du ein Lätzchen anziehen. Käse, Salat, Zwiebeln, Senf, Mayonnaise. Das ist so ein richtiger Männerburger. So, oder? Passt. Oder? Wahnsinn, 27,46 für einen Sandwichmaker mit 3 Etagen. Wie gesagt, auch Toast Hawaii, auch Frühstück, Spiegelei. Bagel. Ne? Alles, alles in einem Gerät. Oder eben süß, mal leckere Banane zum Beispiel, mal mit Honig zubereiten. Ja? Oder diverse andere Speisen. Sie kennen das vielleicht auch vom Chinesen. Auch mal eine Ananas beispielsweise mit leckeren Geschichten. Dann vielleicht nachher, wenn es fertig ist, ein Klecks Eis noch drauf, ein Klecks Vanilleeis. Da freuen sich die Kinder immer drüber und die Väter selbstverständlich auch. Vorausgesetzt, diese Schleckermäulchen. Ja? Und das sieht doch jetzt schon mal richtig lecker aus. Richtig lecker. Und das hier wirklich, oh, ich habe wieder mit Zwiebeln geschmissen. Dankeschön, Carsten. So, und das wirklich in Sekundenschnelle. Das heißt, mit diesem einen Sandwich-Maker können Sie natürlich dann die ganze Familie versorgen, liebe Zuschauer. Denn hier geht alles gleichzeitig. Eine ganz, ganz tolle Sache und natürlich jetzt erhältlich, liebe Zuschauer, mit der NC 3797 und der 569 lecker Burger machen. Ja. Wahnsinn. Was also so eine Musik tolle Sache. Aus zum Essen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber das ist aber ein super Artikel jetzt hier. Schau mal, für noch nicht mal 30 Euro. Auch mal fürs Camping, auch mal für die Ferienwohnung, auch mal für das Schrebergärtchen oder ganz einfach auch mal alle zusammen am Tisch sitzen. Normalerweise ist immer einer der Gelackmeierte, in der Regel die Hausfrau oder der Gastgeber, da steht man stundenlang irgendwie am Herd oder macht jetzt hier einen Burger nach dem anderen. Die Gäste sind bestens versorgt und du selber isst dann entweder das, was übrig bleibt oder das, was kalt geworden ist. An den Gesprächen hast du auch nicht teilgenommen. Apropos Grillabend oder Party, Carsten, Mucke darf nicht fehlen. Oh ja, oder? Richtig, genau. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Richtig. Ich habe das ja mittlerweile also auch schon häufiger erlebt, dass Bekannte und Freunde ganz einfach dann die Playlist im Handy anmachen und dann einfach möglichst laut machen, damit man auch irgendwie was hören kann. Aber sie wissen selber, dass die Klangqualität bei solchen Handys oder bei Tablet-Computern nicht unbedingt gerade die beste ist. Und manchmal darf es auch gerne mal etwas klangstärker sein und etwas lauter werden, gerade bei einer Party, gerade auch wenn es etwas später in den Abend hineingeht. Und da haben wir unterschiedlichste Bluetooth-Lösungen für unsere Zuschauer im Programm. Viele davon
anschauen von unserem Premium-Partner Auvisio. Ja. Aber es gibt noch eine Nobelmarke, die wir für unsere Sache gewinnen konnten. Und da sind wir sehr stolz drauf, nämlich die Firma Hercules. Und die Firma Hercules ist schon seit vielen Jahren bekannt für außergewöhnliches Design, für eine perfekte Produktauswahl und ganz einfach für ausgereifte HiFi-Qualität. Und genau so einen Lautsprecher haben wir jetzt hier vor uns. Der wird ganz einfach via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, mit jedem Bluetooth-fähigen mobilen Endgerät. Das kann auch ein Tablet-Computer sein, das kann auch mal ein Laptop sein. Richtig. Viele Laptops haben auch Bluetooth-Anbindung. Ja. Und dann geht's los. Hören wir mal rein. Wir hören rein. Oh, was ist das? Aerosmith. Das ist Aerosmith. Sehr Hammer, tolles Lied. Komm, wir drehen ihn mal ein Stück weit zu uns. Da kommt der Klang besser rüber. Tolles Lied. Wow. Cool. Und das ganz einfach gestreamt, kabellos vom Smartphone rüber auf die Box. Und das ist schon mal eine andere Qualität. Hören Sie, dass der Karten schreien muss? Also hier im Studio Komm, ist laut. Sich gegen an, ne? Wow. Wow, diese Klangqualität, das ist der Wahnsinn. Also sag mal, haben wir eine klassische Musik drauf? Lass mal gucken. Das ich weiß so gar toll. Nicht, welcher Ort man da drauf ist. Maria, Maria. Aber gut, hat nichts mit Klassik zu tun. Nee, das ist mehr so die Rock-Pop-Variante, oder? Wir hatten doch neulich mal einen klassischen Song. Und das war der Bruder von diesem hier. Ich glaube, das war sogar der gleiche, nur in Blau. Kann das sein? Das kann sein, ja. Wir waren so geflasht, liebe Zuschauer. Was für eine Klangqualität und vor allem, was für ein Bass der hat. Richtig. Und genau da trennt sich auch ganz klar die Spreu vom Weizen. Schauen Sie mal, die Firma Hercules, die baut seit vielen Jahren außergewöhnliche, elitäre Audio- und Hi-Fi-Lösungen. Und das ist natürlich nicht nur ein wunderschönes Gehäuse mit dieser tollen grauen Front jetzt hier, wo im Prinzip die ganzen Membranen hinter versteckt werden. Sehr schön auch das Grün jetzt hier. Und das, was wir hier bei unserer Diana sehen, richtig rockig, ist sie da unterwegs. Ja. Schau mal hier, wow. Ja. Da ist auch noch ein schöner Griff dran. Das heißt, du kannst den Lautsprecher hervorragend transportieren. Das ist eine tolle Reichweite übrigens, locker mal 10 Meter über die Bluetooth-Anbindung, kabellos natürlich. Und das kennt man von modernen Smartphones und auch von Tablets. Und ich möchte wetten, Laptops sehen das auch nicht großartig anders. Im Sommer, wenn es draußen so warm ist, dann hast du schon mal das Problem, wenn du dein Smartphone natürlich dann auf die Matte oder von mir aus auf den Tisch legst und die Sonne knallt drauf, dass dann eben mitunter schon mal so ein Smartphone ganz einfach automatisch abschalte, weil es zu heiß wird. Richtig. Ja. Das ist natürlich auch doof, das muss auch nicht unbedingt sein. Die moderne Technik verträgt das nicht unbedingt so gut. Lassen Sie bei 10 Meter Reichweite doch ganz einfach Ihr Smartphone in der Tasche. Machen Sie hier ganz einfach mal die Playlist an mit Ihrer Lieblingsmusik, kann durchlaufen. Oder von mir aus legen Sie es, wenn Sie zu Hause sind, in die Küche oder in die Wohnung rein, da ist es nicht heiß, da kann das Telefon gut geschützt auch liegen bleiben. Auch vor Fettspritzern vom Grill oder von mir aus mal vom Bier des Partners oder des Gastes hier oder was. Wenn da mal was umkippt, ist so ein Smartphone schnell mal hinüber. Dieser hier, der hält das ohne weiteres aus. Das heißt, der nimmt ihn also auch mal ein kleines Malheur nicht gleich krumm. Und ich finde ihn wunderschön, oder? Wunderschön. Cool. Vom Design her wunderschön in diesem Grün-Weiß. Und hier, dieser praktische Tragegriff. Der Sommer geht los, beziehungsweise wir sind im Frühling, aber der Sommer kommt bald, liebe Zuschauer. Ja. Und dann so einen tragbaren, coolen Bluetooth-Lautsprecher mitzunehmen an den Baggersee zum Grillabend. Ich bin mal gerade rum mit. Du hast mich auf den Bass angesprochen. Ja. Die Bassreflexöffnung ist natürlich ebenfalls mit dabei. Hier fast so ein bisschen versteckt, aber es ist wunderschön ins Gehäuse, in das komplette Gebilde mit integriert worden. Wir haben hier einen ordentlichen Durchmesser. Das heißt, hier hast du eine richtig fantastische, kristallklare Klangausgabe mit satten Bässen. Und ich glaube, da kannst du es entweder mal gemütlicher oder romantischer angehen lassen. Da gibt es sicherlich die entsprechende Musik auf Ihrem Smartphone für die Romantiker unter Ihnen. Wenn man aber vielleicht auch mal tanzen möchte oder ganz einfach auch mal ein bisschen Stimmung hat, und das kommt im Sommer ja auch schon mal vor, wenn die Lampignons hängen, wenn der Grill noch brutschelt, wenn dann vielleicht auch die Getränke passen, mal ein leckerer Kaipi dazu oder mal einen schönen Hugo oder was. Das schmeckt doch einfach richtig gut. Und da kann man natürlich hiermit mal richtig ordentlich feiern. 2x 12,5 Watt haben wir hier. Das macht also in der Summe macht das 25 Watt an Leistung jetzt hier. Wir haben aber auch einen AUX-Anschluss mit dran. Das heißt, du könntest auch gerne mal einen etwas älteren MP3-Spieler, der nicht Bluetooth-fähig ist, jederzeit hier über Klinke verbinden. Ist auch ohne weiteres möglich. Haben wir auf der Rückseite die Anschlüsse mit dran. Also das ist wirklich schon was ganz, ganz Cooles, was wir jetzt hier haben. Ausgestattet übrigens, und Sie sehen das, wir haben hier kein Kabel und nichts dran. Wir sind mit einem Akku unterwegs. Das haben wir mal weg. Ein Akku haben wir mit drin. Und dieser Akku hält locker 20
Stunden, wenn er vollgeladen ist. 20 Stunden hält 20 er. 20 Stunden? Ja, richtig. Und da kannst du meines Erachtens also auch mal eine ganze Nacht lang durchfallen. Wenn morgens die Vögel zwitschern, hat er immer noch Saft für ein paar 20 Stunden. 20 Stunden, das ist ja der Stunden. Hammer. Das ist genial, oder? Also ich habe schon viele Bluetooth-Lautsprecher gesehen, auch zum mobilen Einsatz. Aber das war dann meistens eben so 5-6 Stunden Musikgenuss. Das ist häufig 20 so. 20 Stunden? Ja, du kannst natürlich jetzt hier mal einen anderen Akku verbauen. Das Teil ist vom Gesamtgewicht ja, schon etwas griffiger. Ja, da merkst du die Wertigkeit. Also nicht einfach nur Plastik um ein paar Drähte rumgespannt. Da ist also richtig schön was ich dahinter. Ich finde das richtig cool. Und hier passt natürlich dann auch mal eine wesentlich größere Akkueinheit rein. Die Klangqualität überzeugt mich aber ganz einfach hier. Da muss total, ich ganz klar sagen, das ist schon was ganz Besonderes hier. Auch von den Farbakzenten grün, weiß mit diesem hellgrauen, mit dieser hellgrauen Membranschutzgeschichte vorne drauf. Klasse. Muss ich mal volle Pulle machen? Nee, das ist noch nicht volle Pulle, oder? Wahnsinn! So, klasse. Dreh es nochmal zu mir, dass Sie hören. Ach so. Abgemeldet hier, wenn so ein hübscher Kamerad zur Tür reinkommt. So? Ist das Risiko, mit dem man rechnen muss. Das macht unser ganzes Studio, liebe Zuschauer. Auch unser Christopher tanzt hier mit. Da kann man nicht anders. Das reißt einen mit. Das reißt einen mit, diese tolle Bluetooth-Lautsprecher. Ich nehme mir einen mit, definitiv, ich brauche den. Baggersee, Schwimmbad, egal wo man ist im Urlaub, das ist so ein richtig cooler Bluetooth-Lautsprecher. Liebe Damen, liebe Herren, übrigens das perfekte Geschenk für jeden Teenager, für jeden, der eben in dieser Zeit ist, wo man so mit Kollegen abhängt. Ja, ne? Es ist doch jetzt so, ich sag mal, die schönste Zeit des Jahres, die fängt doch jetzt langsam aber sicher erst an. Jetzt geht das los, langsam werden die Tage wieder länger, jetzt bald wird doch wieder die Uhr auf Sommerzeit umgestellt und dann beginnen doch erstmal die schönen Momente. Ja, da sitzt man auch mal abends draußen, auch mal im T-Shirt, in der kurzen Hose, auch mal bis die Sonne untergegangen ist, gerade am Wochenende ist das doch toll. Da ist man mit den Kindern mal unterwegs, mal auf einer Radtour oder was, da macht man mal ein Picknick mit Freunden, ganz einfach auch mal. Bei uns zum Beispiel in Köln am Rheinufer in Rodenkirchen, wunderschön mit Sandstrand und allem drum und dran, da kannst du sowas gebrauchen. Damit aber das Handy jetzt nicht durch den Sand kaputt geht, packst du ganz einfach die Box mit dazu und dann hast du das Handy geschützt. Genau. Oder? 61,66 für unseren Bluetooth-Lautsprecher mit der ZX2281 und der 569 unbedingt bestellen. Wahnsinnig toller Lautsprecher. Aber jetzt kommen wir zu einem absoluten Bestseller in unseren Highlights der Woche. Der ist so beliebt, liebe Zuschauer, dass der es in jede Top 10 und in jede Highlights-Show schafft. Das ist kein Wunder. Das ist kein Wunder. Und auch ich habe ihn verschenkt. Und das war ein riesen Hitcast. Du hättest die Augen sehen müssen. Einer meiner besten Freunde hat Geburtstag gehabt und wir haben dann zusammengelegt, ein paar Freunde, und haben ihm den dann geschenkt und dem seine Augen. Das hätte, hätte keine Ohren gehabt, hätte im Kreis gegrinst, genau oder? So. Ja, ja. Der war so, Wahnsinn. Wirklich? Für mich? Ja, für dich? Ja. Du hast ihn jetzt, du besitzt ihn jetzt, unseren Hexakopter mit Kamera. Und dann ging es natürlich gleich los. Wir waren natürlich einige Freunde zusammen und es war ja sein Geschenk, aber wir haben... Jeder wollte diese Fernbedienung haben. Wir haben gesagt, lass ihm jetzt doch mal die Fernbedienung. Das ist ein Geschenk. Du lass den Jungen doch mal spielen wollten, jetzt. Ne? Alle ja, genau. Wollten. Ja, ist doch logisch. Also mit so einem Kerlchen hier, erst recht mit so einer richtig großen Variante. Wir reden hier von über 50 Zentimeter Durchmesser. Wahnsinn. Als Hexakopter, nicht nur ein Quadrocopter. Er hat mittlerweile also doch schon der ein oder andere zu Hause. Aber ein Hexakopter mit 6 Rotoren. Jeder einzelne Rotor von einem separaten Motor angesteuert. Das lässt Flugzeuge. Manöver zu, auch gerne mal bei einem etwas heftigeren Wind, jetzt klar. So ins Frühjahr hinein. Also der ist ausgesprochen flugstabil und das muss er natürlich auch sein, weil der hier diese Kameraaufnahmen machen kann. Und das macht er nicht mit irgendeiner Popelsaufnahmequalität, das macht er in hochauflösender Qualität und das auch gerne ganz einfach über die Fernbedienung zuschaltbar. Jetzt weiß man natürlich im ersten Moment nicht so wirklich, was sieht die Drohne denn eigentlich? Was nimmt die Kamera denn eigentlich auf? Und das ist gerade bei den etwas günstigeren Modellen, so bis 100 € ungefähr der Fall. Auch die haben mitunter schon mal, haben wir übrigens auch im Programm für den Indoor-Bereich, die hochauflösenden Kameras mit drin. Aber so etwas wie diesen Monitor jetzt hier, wo man ganz einfach das Bild von der Drohne also live verfolgen kann jetzt hier, das haben die kleinen Modelle definitiv nicht. Und ich nehme uns mal ein schöneres Motiv als den Boden hier. Guck dir das mal an. Und du kannst die Aufnahme natürlich auch jederzeit ganz einfach über die Fernbedienung starten und natürlich auch wieder abbrechen. Du kannst sie aber nicht nur anschauen, du kannst natürlich auch
auch speichern, das ist doch ganz klar. Da passt ein Speicherstick rein, eine ganz einfache kleine Micro-SD-Karte mit bis zu 32 GB und da kriegst du schon ordentlich Filmmaterial total drauf. Das sind Winkel, das sind Kamerapositionen, die sind absolut spektakulär. Wenn man sich überlegt, dass diese Drohne 500 Meter Reichweite hat, ist es mitunter also durchaus auch ratsam, den Monitor da schon mal einzusetzen. Schauen wir uns die Drohne ganz einfach mal den Flugbetrieb an und Sie fragen sich wahrscheinlich auch, warum lässt der Roland die Drohne jetzt nicht im Studio fliegen? Wir haben strengstes Studio 3-Verbot mit dieser Drohne, weil das schon eine ausgewachsene Drohne ist für den Außeneinsatz. Klar, bei der Reichweite, bei der Power, die da unter der Haube steckt, das ist schon was ganz Besonderes. Wobei es mich ja wieder mal in den Fingern juckt, die auch hier ganz einfach mal starten zu lassen. Ich weiß, dass sich das juckt, Carsten. Ich weiß. Aber das dürfen wir nicht. Ich habe aber einige Aufnahmen eingefangen, als ich diesen tollen Hexakopter verschenkt habe. Und die möchte ich Ihnen jetzt gleich zeigen, weil das ist... Er hat schon wieder die Hände an der Fernbedienung. Carsten. Ich mag diesen Klang ganz einfach. Also ich zeig dir jetzt erstmal was. Ich zeig dir, wir haben den Hexakopter abends verschenkt, nachts. Wir haben in den Geburtstag hereingefeiert. Und morgens um 8 Uhr, wir haben lange gefeiert, aber morgens um 8 Uhr hat die Freundin des Beschenkten mir dann ein Foto geschickt. Und da... Morgens um 8 Uhr? Schau mal, da saß er an seiner Hexakopterverpackung und hat ausgepackt, morgens um 8 noch hier Oberkörper frei aus dem Bett und sofort an den Hexakopter. Genau das passiert nämlich, liebe Zuschauer. Wenn man diesen Hexakopter hat und es war dann natürlich spät und wir haben gefeiert und er konnte ihn nicht ausprobieren. Um 8 kam dann dieses Foto, so er will unbedingt, wir müssen jetzt raus. Und dann sind wir raus, haben einen Hund mitgenommen und dann haben wir den mal gestartet. Schauen Sie zu, liebe Zuschauer. Und hier passiert es. Hier schwebt der Hexakopter in die Lüfte. Hundi durfte mit. Und das ist der erste Startversuch von hier den zwei Jungs. Hier ist der Beschenkte. Und der startet den. Das war der erste Flugversuch. Und der hatte den gleich super im Griff. Hundi hinterher, schau. Hopp, hopp, hopp. Der wollte mitmachen. Ja, logisch. Also so ein Spektakel, Carsten. Das war so ein Spektakel. Das glaube ich gerne. Der Wahnsinn. Die waren so begeistert von diesem Hexakopter. Kein Wunder. Alle sind begeistert. Aber dann war es natürlich auch so, dass langsam alle dazugekommen sind. Und darf ich auch mal? Ja, das ist einfach so. Ich meine, mit so einer Drohne, überhaupt mit so einem Fluggerät, bleibst du nicht wirklich lange allein. Also ich habe das selber schon erlebt, wenn du mal so einen Helikopter mal starten lässt und das übst du am besten vielleicht erstmal dort, wo ein bisschen Platz zur Verfügung ist. Insofern sinnvoll, das mal auf so einem freien Feld zu machen. Auch hier bei uns haben wir natürlich vieles in nächster Nähe, wo man sowas mal ausprobieren kann. Am Anfang empfehle ich Ihnen vielleicht mal ein freies Feld zu suchen oder auch ganz einfach mal einen leeren Supermarktparkplatz am Wochenende zu wählen. Ja? Und übrigens, selbst wenn die Drohne von mir erstmal irgendwo gegenfliegt oder mal aus ein paar Meter Höhe mal abstürzt. Kein Problem. Nee, wir haben eine Voll-Aluminium-Ausstattung hier. Das ist also qualitativ höchstwertig verbaut. Ist ein Angebot von Simulus jetzt hier. Und ich habe doch hier auf der Intermodellbau in Dortmund extra mal geguckt. Da gab es in der Halle 3B, musste mit der Rolltreppe rauf, diese komplette Flughalle, war natürlich die Hölle los. Und da konntest du Drohnen kaufen, wie Sand am Meer. Ja. Die Drohnen, die qualitativ und auch mit Kamera und dergleichen, dieser Simulus-Drohne hier ungefähr gleich kamen, die lagen bei 750, 800 Euro aufwärts, auch 1000 Euro, 1200 Euro und dergleichen, war keine wirkliche Seltenheit. Die kleinen, die kriegten sie auch mal für 70, 80 Euro, auch mal für 100 Euro von mir aus. Nicht vergleichbar mit der Simulus-Qualität, die wir hier im Angebot haben. Aber da konnte man sich schon mal ein bisschen auslassen, aber wenn du hier so ein Kaliber haben wolltest, musstest du tief in die Tasche greifen. Willst du mal steigen lassen? Sagen wir mal. Komm, wir machen es einfach. Wir machen das einfach jetzt. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir machen das einfach. Wir haben wenig Platz hier im Studio, aber ich denke, aber Verbote sind da, um gebrochen zu werden. Aber ich darf auch nicht nachts um 3 Uhr eine rote Ampel laufen und tue es trotzdem. Ja. So, Achtung. Na? Okay, ich glaube, das reicht schon, Carsten. Mehr dürfen wir uns nicht leisten. Meinst du nicht? Nee, lass mal. Also ich wollte zumindest mal, ja, ich traue mich nicht. Nee, guck mal, nee. Wir haben die ganzen Scheinwerfer hier über uns. Die Kamera da ungefähr 1,50 Meter vor mir, die LED-Wand. Ich wollte nur mal kurz diesen Sound. Ich gehe mal eben runter. Hör mal da mal eben kurz rein. Mach nochmal. Ah, wow. Der Wahnsinn. Das ist ein Knaller. Wow. Also da merkt man schon, von welcher Power wir sprechen natürlich. Und natürlich ist die Größe auch entsprechend. Sie werden feststellen, dass die ersten 1-2 Meter, wenn so eine Drohne abhebt, mitunter etwas komplexer sind. Da muss man schon gucken, dass man sie einbalanciert. Aber das Schöne ist, wenn man sie einmal in der Luft hat, sag mal so ab 2 Meter, wird die so unglaublich flugstabil. Ja. Und das Schöne ist, sie wollen natürlich Aufnahmen machen. Deswegen kaufen sie sich eine Drohne mit Kamera. Richtig. Wunderschöne, außergewöhnliche Perspektiven. Noch vor wenigen Jahren völlig undenkbar. Da haben selbst Hollywood-Regisseure
Regisseure schon überlegt, wie kriegen sie das mitunter hin, erst recht von der Höhe von 30, 40 Metern hier. Du hast hier zwei Funktionen. Du hast einmal eine Rückholfunktion. Das heißt, du drückst einen Knopf und die Drohne fliegt zu ihrer Fernbedienung zurück, ungefähr in diesen Einzugsbereich. Ja. Das ist schon spektakulär. Ist also, wenn spektakulär. Du das siehst, du legst die Fernbedienung neben dich, gehst 3 Meter zurück und guckst dir das Spektakel an, als wenn die Aliens landen. Wahnsinn, irre. Oder? Also, es ist faszinierend. Wahnsinn. Und das kriegen auch andere Leute mit. Also in der Nachbarschaft, wenn du es mal im Garten versuchen möchtest, also da gehen überall die Fenster auf, das garantiere ich dir. Du, ja, und genau so war das bei uns. Ja. Also es waren nicht nur irgendwie unsere Freunde, sondern von rechts und links kommen dann alle und wollen sehen, was passiert ja, denn klar, da. Klar. Und klar, gerade diese Flugobjekte, diese Drohnen, die faszinieren. Und jeder möchte wissen, wie fliegt sich das, wie ist das? Und ja. Normalerweise ist das eben so ein Traum, der ziemlich weit weg ist. Bei 284,91 ist der Traum aber ganz nahe. Und wir haben gesagt, du, wir haben zu zweit oder zu dritt, glaube ich, haben wir den verschenkt. Ja. Und wenn es dann vielleicht ein Familienmitglied ist, dann sagt man auch mal, du, das schenke ich dir alleine oder das gönne ich mir selber. Richtig. Weil bei diesem Betrag, 284,91, für etwas, das man unbedingt haben möchte, ist das kein Geld. Und deswegen, liebe Zuschauer, dürfen Sie jetzt natürlich bestellen. NX1340 und die 569 für unseren Bestseller Hexakopter mit Kamera und der Fernbedienung mit dem tollen Live-View für 284,91. Ganz schnell anrufen und bestellen. Ich glaube, wir hatten schon 4 oder 5 Lieferungen komplett ausverkauft. Jetzt ist er lieferbar, also gleich durchklingeln und ihn sichern, liebe Zuschauer. Eine ganz, ganz tolle Sache. Ja. Was aber auch ganz toll ist, ist, wenn es richtig heiß draußen ist und Sie haben einen Ventilator. Aber nicht irgendeinen, sondern einen ganz speziellen. Einen ganz speziellen Ventilator. Natürlich fragt man sich draußen, Ventilator oder noch besser eine Klimaanlage. Wie soll denn sowas funktionieren? Ganz einfach. Mit Top-Qualität von Sichler, liebe Zuschauer. Den hier, den können Sie natürlich jederzeit ganz einfach auch innen einsetzen. Sie haben den Ventilator mit verschiedenen Geschwindigkeiten natürlich, der schon für ein richtig angenehmes Klima sorgt. Ganz einfach. Um ein paar Grad moderat herunterkühlt, anders als eine Klimaanlage, die Ihnen damit 16, 17 Grad kalter Luft entgegenpustet. Mhm. Ich habe es im Auto gemerkt, mal 10 Minuten die Klimaanlage an, weil es so heiß war auf der Herfahrt. Und schon ging das los mit einem steifen Nacken. Auch die Nase war direkt schon wieder zu, das kennt man, weil der Temperaturunterschied einfach zu hoch ist. Hier kühlst du den Körper ganz einfach um moderate 3, 4 Grad ungefähr runter. Das ist ein sehr subjektives Empfinden, gebe ich gerne zu, aber ungefähr bei dieser Größenordnung müsste die Wahrheit liegen. Wenn Sie aber jetzt merken, so 1-2 Grad kühler wäre vielleicht noch mal eine tolle Geschichte, dann kommt ein Prinzip zum Tragen, was man innen wie außen gleichermaßen einsetzen kann, was sich da nennt physikalische Verdunstungskühlung. Ohne da jetzt den Universitätsprofessor raushängen zu lassen, auch wenn ich sehr, sehr nette Universitätsprofessoren kenne, das ist ein Prinzip, was jeder Mensch am eigenen Leib schon mal erfahren hat. Moment. Das ist nicht nur ein Ventilator. Nein, 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 um Gottes Willen. Das ist ein richtiger Luftkühler, den wir jetzt hier haben. Wow. Dann schau mal hier, wir haben im hinteren Teil, das zeigen wir unseren Zuschauern natürlich auch, hier nochmal eine Einstellmöglichkeit, um hier ganz einfach noch Wasser zu verdampfen. Ich muss ein wenig aufpassen, dass ich es nicht zu stark aufdrehe, denn hier steckt schon richtig ordentlich Power drin, weil du es eben auch außen einsetzen kannst. Und dann musst du natürlich wesentlich mehr Power aufwenden, um das Ganze hier, also im Umkreis dieser beiden Herrschaften zum Beispiel, im Umkreis um den Tisch, um das Grillbesteck hier vernünftig runterzukühlen. Schau mal, hier sieht man's, ne? Rechts neben dem Ventilator sieht man diesen Sprühnebel. Da kommt ein feiner Sprühnebel raus. Und was bedeutet das? Ganz einfach. Der Körper macht uns das vor. Wenn der Körper überhitzt, durch Sport, durch hohe Umgebungstemperaturen, wie auch immer, du kommst ins Schwitzen, um es einfach auszudrücken, dann bildet sich natürlich auf der Haut so ein leichter Schweißfilm. Und man merkt das, sobald die Luft so ein wenig in Bewegung kommt, dann verdunstet dieser Schweiß auf der Haut und das kühlt den Körper um moderate 3-4 Grad ungefähr runter. Wow. Und schon fühlst du dich postwendend wohl. Du kennst das. Selbst wenn dir brüllend heiß ist, du kannst dich kaum noch lassen vor lauter Hitze, weiß gar nicht, was du noch ausziehen sollst oder wie du dich bewegen sollst, dass der Schwitz nicht nochmal kommt. Ja. Sobald der Körper anfängt zu schwitzen und dieser Schweiß auf der Haut verdampft, stellen sie automatisch die Härchen auf. Da wird es schon richtig kühl oder kalt im ersten Moment. Ja. Das ist natürlich Blödsinn in dem Moment. Sie, ja. Aber genau das ist der Effekt, den du erzielen möchtest. Und den erzielst du hier ganz einfach mit der physikalischen Verdunstungskühlung. Ich drehe es mal kurz hier auf die Seite. Bitte zu mir. Denn hier kann man die Einstellung vornehmen von ganz klein. Also ich drehe einmal ganz kurz auf.
Das wäre jetzt hier volle Pulle. Ich muss vorsichtig sein, sonst geht die Kamera eins da hinten in die Knie. Wow. Aber schau dir mal an, was der hier für einen Ausstoß hat. Das ist beeindruckend, oder? Ich drehe. Das ist der Wahnsinn. Oh, super, ich will hier rein. Und das ist angenehm kühl. Jetzt stell dir das mal vor, nachdem du mehrere Tage bei, weiß ich nicht, 35, 36 Grad vor dich hin vegetiert hast. Oh, bist nicht mehr wirklich in den Schlaf gekommen. Hast dich gewunden, wusstest nicht mehr wirklich, was soll ich überhaupt noch anziehen. Alles klebt am Körper, so heiß ist es. Ist du hast Kopfschmerzen, du willst nur noch wie ein Käfer auf dem Rücken liegen und dich am besten gar nicht mehr bewegen. Und dann kommt so ein Ventilator in Verbindung mit dem Sprühnebel und dreht einer mal eben volle Pulle das auf. Das ist der Wahnsinn, Carsten. Das ist wie ein Sprung. Ist wie der erste Sprung in den Pool, wenn du nach 5 Jahren den ersten Sommerurlaub machst. Ja. Oder wenn man im Sommer, mein Papa hat uns immer mit dem Gartenschlauch so leicht abgesprüht. Ja. Ja. Und genau so fühlt sich das an. Das ist Hammer. Diese gekühlte Luft. Und du sagst 3-4 Grad kälter, das fühlt sich aber an wie 10 Grad kälter. Das ist ein sehr subjektives Empfinden. Also es gibt da wissenschaftliche Abhandlungen drüber. Experten diskutieren abendfüllend drüber. Sind das jetzt 3 Grad, sind das 4 Grad, sind das 5 Grad? Ganz ehrlich, Jana, da pfeife ich drauf, wie viel Grad das unterm Strich sind. Ich bekomme genau die Erfrischung, die ich brauche. Und bitte, ich mache mal Folgendes. Warte, ich drehe den Verdunstungsausstoß ganz einfach mal runter auf den einfachen Ventilator. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Du bist jetzt mal mein Versuchskaninchen. Gerne. So, pass auf. Und ich halte dir das jetzt direkt auf den Körper drauf. Wäre das eine Klimaanlage, müsste ich mir erstens überlegen, wohin mit der warmen Abluft. Ja, das ist schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wenn das jetzt hier eine Luft wäre, und das ist üblich bei einer Klimaanlage, die so ungefähr 16, 17 Grad kalt ist, wir haben aber jetzt hier ungefähr 28 oder sagen wir 30 Grad Umgebungstemperatur, ist der Temperaturunterschied, ist die Temperaturdifferenz bei 13, 14 Grad so extrem, dass man sich nicht wundern muss, dass man hier im angeschwitzten Zustand auf einmal einen steifen Nacken bekommt oder von mir aus auch mal eine Erkältung mitnimmt. Ja, das ist jetzt so die typische Erkältungszeit, das geht reihum, alle 3 Tage hat man wieder was Neues auf dem Körper. Jana bekommt aber gerade gesunde Luft ab und ich bin mir voll und ganz im Klaren darüber, dass das kein medizinisch korrekter Begriff ist, dass das auch wieder sehr subjektiv vom Empfinden ist, aber da kann ich ruhigen Gewissens sagen, Jana, stell dich davor, haben die Geräte auch in klein, die kannst du dir direkt auf den Körper halten. Mach ich 24 Stunden im Sommer. Du bekommst Erfrischung. Du bekommst die Erfrischung, aber du musst keine Angst vor Erkältung oder vor steifen Gliedmaßen, erst recht nicht vor einem steifen Nacken haben. Und das genau ist das perfekt. Das ist es ja, Carsten. Perfekt. Genau das möchte man ja. Im Sommer, wenn es heiß ist, dann möchte man ja genau so davor sitzen und bitte komm zu mir. Im Kühlschrank schlafen, wenn es so heiß wird. Ja. Und Ventilatoren, klar, das kennt man. Das hat so der ein oder andere zu Hause. Aber so einen starken Ventilator, dann noch mit diesem Sprühnebel. Und dieser Sprühnebel, das ist wie, wenn man so eine frische Dusche nimmt. Ja, eben, aber eben genau. So ganz fein. Ja. Und das ist dieser angenehme, das ist ja wie Duschen im Sommer, aber so ganz leicht, so eine Brise, einem wird sofort ein bisschen kühler, ganz angenehm. Stell dir das wirklich mal vor, du hast jetzt 2-3 Jahre keinen Sommerurlaub gemacht, machst dann in den Hochsommermonat, machst du deinen Urlaub, du steigst aus dem Flieger von mir aus auf, bist bei 16 Grad und Regen in Düsseldorf eingestiegen oder in Frankfurt, fliegst 4-5 Stunden, steigst aus dem Flieger aus und da hat es dann auf einmal 32 Grad zur Mittagszeit und du weißt, da kommen noch ein paar Grad, ja? Also wirst du erstmal deine Jacke los, dann krempelst du dir die Ärmel hoch, dann fängst du an im Rucksack zu kramen, wo ist jetzt meine Shorts, wo sind meine Flipflops, wo sind meine Badelatschen hin? Und irgendwann bist du dann mit der ganzen Schlepperei, der Flug früh aufgestanden, Sie kennen das Ganze drumherum natürlich, wenn man in den Urlaub fliegt. Und irgendwann stehst du in Badehose, nackter Oberkörper, käseweiß, wie das eben so ist am ersten Urlaubstag, vor diesem Pool. Und denkst dir, der Moment ist da. Ich persönlich nehme 3 Meter Anlauf mit einem lauten Gejuckt mit der Arschbombe in den Pool rein. Und ganz ehrlich, dieses Gefühl, ich krieg eine Gänsehaut. Ja. Siehst du das? Ja. Wenn ich überhaupt drüber nachdenke, in dem Moment ist die Erfrischung da. In dem Moment ist die Erholung da. In dem Moment ist das Büro sowas von meilenweit weg. Das ist ungefähr so weit weg wie der Mond aktuell. Sie sind einfach nur im Kühlen nass. Sie haben Urlaub, sie können relaxen, sie haben Erfrischung. Und jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres. Und dieses Gefühl holen Sie sich mit so einem Verdunstungsluftkühler jetzt hier, mit so einem Ventilator. Und zwar nicht nur für innen, sondern auch gerne für den Außenbereich, unterm Sonnenschirm, wo sich die Luft sowieso immer so
so staut, ganz einfach für kleines Geld nach Hause. Heute fast 50% Preisvorteil. Wir reden von 132,91 €. Und dieses Gerät hast du nicht nur in diesem Sommer, sondern auch im nächsten, im übernächsten und auch in 10 Jahren noch da stehen, weil das eine perfekte Qualität von Sichler ist. Die ist ausgereift, die ist einfach klasse. Und was brauchst du hier? Nichts anderes als Wasser, Leitungswasser. Wahnsinn. Stinknormales Leitungswasser. Hier ist ein großer Tank drin, fast 4 Liter passen hier rein. Da hast du viele, viele Stunden Kühlleistung, je nachdem, auf welcher Stufe du das einstellst. Stufenlos die Verdunstungskühlung zuzuschalten, das ist die Wassermenge, die verdunstet wird. Und das ist wirklich Gänsehaut-Feeling pur. Und genau das willst du haben, wenn du dich im Sommer nicht mehr lassen kannst vor lauter Hitze. Ich kann dir nur zustimmen. Oder? Alles, was du gerade beschrieben hast, all das wollen wir den ganzen Sommer über. Können es aber uns leider nicht den ganzen Sommer über leisten, weil wir müssen ja auch ein bisschen arbeiten nebenher. Der nächste Erste kommt bestimmt. Richtig. Dann aber die Erfrischung, sich nach Hause holen oder raus, wenn Sie ein bisschen in der Sonne baden, wenn es Ihnen heiß wird, dann diese Abkühlung mit diesem Sprühnebel, das ist so ein guter Luxus, Tipp, liebe Zuschauer. Guter Tipp übrigens. Guter Tipp, ja, den nehmen wir noch mit. Gerade in der Sonne liegen. Ja, du liegst in der Sonne und du kennst das Ganze. Muss nicht unbedingt gerade in der prallen Mittagssonne sein, das habe ich mir auch abgewöhnt, aber wenn man da liegt, auch vormittags oder nachmittags, wird es ganz schön heiß, weil du bewegst dich nicht, die Sonne hängt auf dir, wenn keine Luft geht. Richtig. Dann legen Sie sich oder stellen sich den ganz einfach vor den Körper und lassen sich mal ganz moderat anpusten. Das kühlt sie ein Stück weit runter und vielleicht hält man auch noch mal 5 Minuten länger in der Sonne. Genau. Kriegst ein bisschen Farbe auf die Nase, oder? Genau so ist es. Mit der NC5660 und der 569 können Sie jetzt bestellen. Aber, liebe Zuschauer, Highlights der Woche heißt Bestseller. Das heißt, die sind super beliebt. Deswegen bitte gleich zuschlagen und bestellen 132,91 NC5660 und die 569 für die perfekte Erfrischung im Sommer. Jetzt bestellen und noch einen abbekommen. Das waren die Highlights der Woche. Bestellen Sie jetzt!